So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe LinkedIn-Community. Ich bin hier im wunderschönen Wien und mache weiter mit meiner Serie. Und zwar bin ich unterwegs bei einer Management-Boutique, weil ich zum Thema Interimsmanagement, Renter CFO und Mergers and Acquisitions mich einfach mal informieren wollte, wie da der Stand der Lage in dieser Industrie ist, speziell in diesen Zeiten, wo es eben so unsicher zugeht. Mein Gast heute ist der Oliver Strass, einer der Gesellschafter von Die Saremas. Und wir sprechen heute mal über das Steckenpferd Rent a CFO. Also es geht um die CFO-Position, die man auch interimsmäßig als Vakanzüberbrückung oder für sonstige Fälle, die wir jetzt mit Oliver besprechen werden, einsetzen können. Oliver, stell dich doch bitte mal kurz der Community vor. Herzlichen Dank, Ilke. Ja, mein Name ist Oliver Strass. Ich bin seit über 25 Jahren im Finanzbereich tätig, seit rund 15 Jahren als Interimsmanager. Ich war davor 10 Jahre als Finanzleiter internationaler Industrieunternehmen tätig. Als Interimsmanager habe ich Restrukturierungen durchgeführt, aber in den letzten Jahren habe ich mich auf die Organisation von Finanzabteilungen spezialisiert. Top-Themen sind ERP-Einführungen, Digitalisierung, Einführung von neuen Berichtswesen oder Aufbau einer neuen Kostenrechnung. Oliver, ich habe mit deinem Partner, dem Josef Kainz, bereits ein Interview durchgeführt und wir haben schon bereits über das Interimsmanagement gesprochen. Wir steigen heute speziell auf die Funktion des CFO ein und ihr habt diese Dienstleistung Rent a CFO ins Leben gerufen. Was war der Grund, dass ihr euch überlegt habt, diese Dienstleistung anzubieten? Na, wir haben gesehen, dass sehr viele KMUs in Österreich, die über die Jahre sozusagen kontinuierlich gewachsen sind, sozusagen ihre Finanzabteilung nicht an die neuen Größen angepasst haben. Sehr viele davon kriegen Unterstützung von ihrem Steuerberater, wo sie meistens Standardberichte vom Steuerberater bekommen. Aber wir wissen aufgrund unserer Erfahrung, dass es sehr wichtig ist, diese Berichte individuell an die Unternehmen anzupassen. Ja. Das heißt, jedes Unternehmen ist unterschiedlich und für uns ist es wesentlich, hier einen entsprechenden Bericht für den Geschäftsführer aufzubauen, sodass er damit das Unternehmen auch entsprechend steuern kann. Das heißt, wir gehen her, definieren mit dem Geschäftsführer die für ihn wesentlichen KPIs, Key Performance Indicators, damit er sozusagen genau weiß, wo steht er, was hat er geplant, wo steht er, wo muss er ansetzen, damit er seine Ziele auch erreichen kann. Also insbesondere Klein- und Mittelständler, die vielleicht noch nicht so ein professionelles Reporting aufgesetzt haben. Da bringt ihr jetzt die Experten und Expertinnen ins Spiel, die dann eben das Ganze professionalisieren und auf eine andere Ebene stellen. Was beinhaltet denn noch der Rent a CFO, diese Dienstleistung, die er anbietet? Na, was wir im Prinzip am Anfang beginnen, ist im Zuge eines Workshops. Wir schauen uns einmal genau die Abläufe im Unternehmen an, die den Finanzbereich betreffen. Das heißt, wir schauen an, woher kommen die Daten, in welchen Zustand sind die aufbereitet. Ja, das ist der eine Punkt. Im zweiten Schritt schauen wir uns dann mit dem Geschäftsführer genau an, welche Informationen benötigt er, damit er das Unternehmen noch richtig steuern kann. Ja. Und im dritten Punkt setzen wir das dann sozusagen um. Wir schauen, wie können wir die Daten verarbeiten ja, und dem Geschäftsführer entsprechend in Form von Dashboards individuell ja, und visuell gut aufbereitet darlegen. Wesentlicher Punkt dabei ist, dass wir uns hier sehr viel auch mit dem Thema der Digitalisierung beschäftigen. Ja, hier gibt es unterschiedliche Tools, ja, und für jedes Unternehmen passt entweder das eine Tool sehr gut oder das andere. Ja, wir haben hier keine Standardlösung, ja, sondern der wesentliche Punkt bei uns ist, dass wir hier individuell auf das Unternehmen eingehen. Weiterer ganz wesentlicher Punkt ist, wir sind alle sehr erfahrene CFOs. Ja, wir haben schon sehr viel gesehen. Wir wissen, wie man entsprechend das Berichtswesen aufbaut. Und all diese Erfahrung, all diese Kenntnisse stellen wir den Kunden zur Verfügung, um für sie das optimale Berichtswesen aufzubauen. Oliver, wir haben jetzt das Thema des CFOs besprochen. Soweit ist die Dienstleistung hinsichtlich der Leadership-Funktion im Finanzbereich klar. Aber was ist mit Unternehmen, die sagen, gut, im CFO-Bereich
besteht natürlich eine Vakanz, die haben wir jetzt geschlossen, aber seid ihr auch in den anderen Bereichen, in den operativen Bereichen drin, wie Controlling, Buchhaltung, Gehälter etc. pp.? Selbstverständlich. Also wir bieten den Kunden auch an reine Controlling-Leistungen, die er mieten kann, je nachdem, nach welchem Bedarf er hat, in welchem Umfang das auch für den Kunden passend ist. Wir bieten auch Leistungen an im Bereich der Buchhaltung. Ja. Ja. Also hier können wir auch individuelle Pakete für den Kunden zusammenschnüren. Wie sieht denn eigentlich jetzt nach einem Assignment, nach so einem Interimsmanagement-Mandat eines CFOs oder eines Controlling-Experten, wie sieht da die Betreuung im Nachgang bei euch aus? Richtig, also das, der eine Punkt ist, dass wir mit ihm gemeinsam das Berichtswesen entsprechend aufbauen, ja. Aber der Kunde hat natürlich nachher auch die Möglichkeit, uns laufend nachher zu mieten, ja, Rent the CFO, ja. Uns beziehungsweise auch einen Controller oder Buchhalter im Nachgang auch zu mieten. Ja. Ja. Das heißt, auf der einen Seite geht es darum, dass wir das individuell aufbauen, aber auch nachher in über einen bestimmten Zeitraum, den der Kunde definieren kann, auch das Intervall dazu kann er definieren, soll das wöchentlich sein, monatlich, quartalsweise, wie das Berichtswesen erfolgen hat, wie er von uns unterstützt werden soll, das ist individuell jeweils an den Kunden angepasst. Das ist das eine Paket, das wir anbieten. Zusätzlich dazu, ja, neben dem Berichtswesen bieten wir natürlich auch noch an Kostenrechnung. Wir sind auch gerne bereit, gemeinsam das Budget aufzubauen. Wir können Forecast-Rechnungen machen, Liquiditätsplanungen und wir können auch gemeinsam Liquiditätspläne mit der Bank diskutieren. Das heißt, wir haben auch Spezialisten im Haus für Finanzierungen, die mit dem Kunden dann gemeinsam zur Bank gehen, um eine optimale Lösung für seine Finanzierung zu finden. Oliver, das sind ja wirklich spannende Perspektiven, die es da in dem Rent-a-CFO gibt. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eigentlich ein System oder ein Verleih von der Stange oder ist das individualisiert? Denn ich kann mir vorstellen, betreffend der Branchen und der Aufgabenstellung und dem Kontext hast du natürlich unterschiedliche Aufgaben. Wie geht ihr diesen Spagat? Das unterscheidet uns ganz genau vom Steuerberater. Wir fangen an mit jeweils individuellen Lösungen für den Kunden. Das betrifft jetzt nicht nur das Dashboard, sondern auch die dazu verwendete Software. Wir haben ein breites Spektrum an verschiedenen Tools, ja, die wir bereits verwendet haben und Kenntnisse darüber haben. Und wenn wir dann die Bedürfnisse unserer Kunden wissen, wissen wir auch, welches dieser Tools für diesen Kunden ideal ist. Ja, das heißt, es gibt hier keine Lösung von der Stange, sondern jede Lösung für den Kunden schaut auch individuell aus und wird von uns auch individuell betreut. Das betrifft sogar die Software als auch die Dashboards in weiterer Folge. Um diese Reports auch entsprechend aufzubauen, um diese Tools auch entsprechend aufzubauen, müssen wir natürlich auch mit den verschiedenen Digitalisierungstools arbeiten. Ja, hier gibt es unterschiedliche Lösungen. Das heißt, wir können einerseits mit Softwarelösungen, die die Buchhaltung betrifft, bereits beginnen. Wir können aber nur mit Softwarelösungen für das Controlling beginnen. Wir unterstützen natürlich auch unsere Kunden dabei, ihre Abläufe im Finanzbereich zu optimieren. Stichwort Digitalisierung. Hier gibt es bereits sehr gute Tools, ja, um den Kunden zu unterstützen, sowohl die Abläufe effizienter, schneller, aber auch zeitlich angepasster zu machen. Das heißt, wenn wir hier mit den richtigen Tools arbeiten, bekommt er auch schneller zu seinem Bericht. Ja, er muss jetzt nicht wieder 6 Wochen warten, bis der Steuerberater fertig sind. Mit unserer Unterstützung kann er diese Berichte auch bereits 10 Tage nach Monatsende erhalten. Oliver, hochspannende Aktionen, die ihr da betreibt. Und mich interessiert jetzt natürlich noch die Frage, in welchen Branchen werden denn CFOs und Controller im Grunde genommen gebraucht? Naja, wir sind in unterschiedlichen Branchen tätig, größtenteils in der Industrie, Automobilzulieferer. Wir sind aber auch in der chemischen Industrie tätig, Gesundheitsbereich, aber auch im Softwarebereich sind wir tätig. Und ein konkretes Fallbeispiel? Ein konkretes Beispiel, es geht hier um ein Unternehmen in der Dienstleistungsbranche. Ja, Dienstleistungsbranche ist natürlich sehr davon geprägt, nach den zu verrechneten Stunden. Ja, hier haben wir einen individuellen Bericht aufgebaut, wo wir im Prinzip die wesentlichen Punkte Umsatz, Personalkosten, sonstige Kosten aufgebaut haben. Und das setzen wir dort immer in Relation zu den verkauften Stunden zu den tatsächlichen Stunden im Unternehmen. Das heißt, wie viele Mitarbeiter sind vorhanden, wie viele Stunden könnten sie fakturieren. Ja? Und um auch hier zu sehen, wie hoch denn die individuelle Auslastung ist. Das können wir über die verschiedenen Bereiche bzw. über die verschiedenen Geschäftsfelder dann entsprechend auch auf darstellen, sodass der Geschäftsführer auch ein sehr gutes Gefühl bekommt, wo er derzeit
sehr viele Stunden verkaufen kann und wo im Prinzip noch ein Aufholbedarf ist, um weitere Stunden noch zu verkaufen. Ja, du hast ja gerade gesagt, der Geschäftsführer kann dann sehen, das heißt, er hat eine gesteigerte Transparenz. Richtig. Wie empfindet das der Geschäftsführer, wenn er eine gesteigerte Transparenz hat und ein Berichtswesen, das endlich funktioniert? Wie ist da so die Gefühlslage des Geschäftsführers? Ja, das ist meistens so, das ist ein typischer Fall von einem Unternehmer, das über die Jahre gewachsen ist. Irgendwann ist das dem Geschäftsführer aufgrund der Größe etwas aus der Hand geglitten. Ja. Er konnte sich nicht mehr wirklich mit dem Bericht kümmern. Es war nicht wirklich up-to-date, der Bericht. Ja. Ja? Und da sind wir sozusagen ins Spiel gekommen. Ja. Wir haben diesen Bericht optisch überarbeitet. Wir haben ihn auch von den Kennzahlen überarbeitet und haben dann auch gemeinsam einen Weg gefunden, wie wir diesen Bericht auch sehr schnell und zügig aktualisieren können. Mhm. Ja? Das heißt, der Geschäftsführer hat sich um diese Themen eigentlich überhaupt nicht kümmern müssen. Mhm. Ja, wir haben ihn das entsprechend auch aufbereitet, ja, und für die Zukunft, ja, kriegt er von uns auch diesen Bericht entsprechend aufbereitet. Ja. Plus, er hat auch hier die Möglichkeit, dass er mit uns ein individuelles Gespräch auch führen kann. Das heißt, er kann mit uns auch diese Zahlen besprechen. Mhm. Er hat einen richtigen Sparringpartner auch, wo wir ihn darauf hinweisen, wo die Sachen sehr gut laufen. Ja, aber wir können auch darauf hinweisen, dass es hier oder den einen schwarzen Fleck noch gibt und wo es ein Verbesserungspotenzial noch gibt. Sprich, er hatte dann den Kopf frei für die Strategieumsetzung und seine eigentlichen Aufgaben. Er braucht sich nicht mehr um die lästigen Zahlen kümmern. Spannende Einblicke, lieber Oliver, in die Saremas. Welchen Umfang habt ihr denn noch in eurem Dienstleistungsportfolio? Na, der Finanzbereich ist ein sehr breiter Finanzbereich. Mhm. Wir haben Buchhaltung, wir haben Kostenrechnung, Berichtswesen, wir können ESG-Einführung anbieten, wir können eine Implementierung von ERP-Software anbieten. Mhm. Also wir bieten das komplette Spektrum für den Finanzbereich ab. Lieber Oliver, vielen Dank für diese Einsichten in Rent a CFO. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit einem anderen Partner, mit dem Jürgen Kaiser, wo wir dann, liebe Community, über Mergers und Acquisitions sprechen. Stay tuned.